Ja, Freunde, willkommen zurück bei Saints Row The Third. Ich bin der Darkson und wir stehen noch vor der Fesselbarriere. Jetzt nicht mehr. Oh, und da geht schon direkt hier, ja. Kündigt sich schon ein Gegner an. Nehmen wir doch mal die Waffe. Anschlag. Oh, Kopfschuss. Kriegen wir noch einen und noch einen, noch einen, noch einen. Dann kriegen wir den Kreis voll. Jawohl, drei Dinge. Hallo. Oh, Chefin. Bleib mal locker. Jawohl, sechs in Folge, sechs Kopfschüsse. Es gibt irgendeinen Multiplikator. Ich weiß zwar noch nicht welchen. An Punkten irgendwie, oder was? Oder wie, oder wo, oder warum? Und wieso und weshalb überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, schöne Musik. Also die Musik gefällt mir auch außerordentlich gut, muss ich mal sagen. Zumindest hier in der Mission, so ein Radio nicht. Ach so, alles klar, jetzt muss ich hier mal ein bisschen, ja. Ne, wir behalten mal die Pistole. So, da kommen doch die nächsten Opfer. Ja, jetzt bräuchten wir die Flashbangs, die wir im letzten Teil weggeworfen haben. Ne? Da könnten wir die mal ein bisschen planten. Hasser werden hassen. Ach, die sind schon da, oder was? Ja, es gibt keinen Plan. Ach, guck mal hier, in den dicken Winterdingern. Und mein Schneckchen ist auch wieder mit am Start. Ne, die hat keine Arschgeweih. Jetzt haben wir es gesehen. Die ist einfach nur gut gebaut. So, hier sind wir wieder im Partybereich. Ach, guck mal, Bushido ist auch wieder am Start. Ey, hier. So, mal die Woman hier. Ich sag immer Woman. Leute, Leute, glaubt mir. Ich habe, bevor ich Let's Plays gemacht habe, nie Wumm gesagt. Sind immer Knarren, Waffen, Guns, ja. Schießeisen. Ne, vieles, aber niemals Wumm. Wieso sage ich jetzt die ganze Zeit Gottverdammt nochmal Wumm? Ach, Kacke, ey. So, hier, Hip-Hop-Musik. Soundtrack zum Killen. Boah, guck mal hier. Nee, hier, der Dame, der darf natürlich nichts geschehen. Ja, und wir haben wieder ein Silikon-Busenwunder gerettet. Zum Glück haben wir der nicht die Implantate kaputt geschossen. So, da waren noch Gegners. Boah, der hat eine Geisel von uns. Alter. So geht das nicht, ne? So, Radar. Alles clean. So, da ist die Chefin. Der gehen wir mal hinterher, oder? Ne, das ist sie gar nicht. Bloody hell. Steige in einen Hubschrauber. Alles klar. Geht das jetzt auf Zeit oder wie oder was? Oh, dann muss ich mich da wirklich beeilen. Ja. Kriegen wir. Komm, rein da. Jetzt muss ich das Ding selbst fliegen oder was? Umschalt, höher steigen, STRG Höhe verringern, leer, schnelle Drehung, was? Ah, verdrückt, Hammer. Ah, das ist Umschalt, ja Leute, sorry, ich muss mich... Mein Gott, sag doch einfach Steuerung. Ne, Shift oder sowas. Ah, da müssen wir den jetzt hier verfolgen, alles klar. Ja, es fängt schon alles recht früh an hier mit lenkbaren Raketen, Hubschrauber fliegen. Also in GTA braucht man da wesentlich mehr Spielzeit. Folge dem Lieutenant. Ja, hallo? Den habe ich schon umgebracht. Das letzte Mal. So ist denn der wieder alive? Ah, da unten schöne Werbung. Mit nackigen Männern und Frauen. Sollen mich wohl hier von meinem Flug ablenken, aber denkst du? Ich bleib hier am Lieutenant sowas von dran. Fast Absturz, aber oh, ist doch alles geplant. Oh ja, super, jetzt muss ich direkt hier so Stunts fliegen, durch Brücken durch und so, ja. Ja, sicher. Und ich flieg natürlich genau auf den Pfosten dazu. Was ist denn das hier? Weißt du, da vorne sitzt Chuck Norris am Ruder, ja. Und der arme Darkson muss da direkt mithalten. Muss ich den irgendwie einholen? Hallo? Nein! Muss ich den irgendwie einholen oder so?
Ich glaube schon, ne? Die Befürchtung habe ich irgendwie. Jawohl, wir kommen dem wieder näher. Das heißt, der gelbe Balken, da muss ich irgendwie füllen, oder wie sieht das aus? Bis er ganz voll ist. So, jetzt gib mal Gas hier. Meisterlampe. Ja, jetzt entkommt er mir wieder. Super. Was ist denn das für ein blödes Katz-und-Maus-Spiel hier? Das gefällt mir gar nicht. Wir kommen wieder etwas näher. Soll ich da wirklich runtergehen? Hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Bleib schon lieber hier oben. Wow! Alter! Aber nicht nett hier mit Raketenwerfern auf und schießen. Nein! Oh, da habe ich mich aber hart in die Höhe verschätzt. Und ich verliere ihn wieder. Ach, hör doch auf. Mann. Ja, ich sehe schon kommen. Ich fliege jetzt hier 3 Folgen lang nur mit dem Hubschrauber hinter dem Typ da her. Ah, gib doch mal Gas. Drück doch mal drauf. Landet er da jetzt? Ach, der landet da. Wie kann ich denn landen? Achso, runter. Just worry about yourself. I'll get the codes. Nein! Raus, raus, raus! Ah, ich hab's geschafft. So, Lieutenant, wo ist er? Ach, jetzt geht die ganze Kacke auf Zeit, oder wie? Eieieiei! Chefin! So nicht! Ach, jetzt muss er nachladen, der Arsch. Kriegen wir das nochmal mit den Headshots so sauber hin? Oh, ich bin hart angeschlagen. Können wir uns irgendwie heilen oder so? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Ah, der heilt automatisch, das ist gut. Oh, wie viele Gegner sind denn hier? Wollt ihr mich... Boah, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Da ist doch noch einer. Kopfschuss, Eierschuss. Haha, wie geil. Eierschuss. Ja, da werde ich viele Punkte sammeln, glaube ich. In dem Trefferbereich. Ich schieße ja automatisch immer gern mal auf die Weichteile. Warum auch immer. Ah, da ist er, Lieutenant. So, jetzt. So, was wollen wir von dem überhaupt? Achso, Bombe. Ja, das glaube ich uns zwar nicht so ganz. So, Freunde, jetzt schauen wir mal. Ob er noch auf mich schießt, wenn ich euren Lieutenant da hab. Oh, und wieder schöne Musik im Hintergrund. Ah, den sollen wir töten, den Lieutenant. Aber den brauche ich noch als Schutzschild. Zum Beispiel, damit die nicht auf mich schießt hier, ne? So, da ist auch noch irgendwo eine. Ah, eine. Brustschuss hier. Ja, was ist eigentlich der das weibliche Pendant zum Eierschuss? Eierstockschuss oder was? So, den zählen wir nur die Treppe hoch. Bevor wir ihn hinterrücks abknallen. Oder geht er automatisch drauf? Ah ne, der steckt Kugeln ein. Stimmt, ich nehme ihn als Schild, ja. Hätte ich auch mal früher bedenken können. Ach, weißt du was, der geht mir langsam auf den Sack hier. So, Geld hat er fallen gelassen, das ist wunderbar. Cut the red one, Shandy. Damn, I lost a bet. Ach so, die lassen auch Geld fallen. Da muss ja die ganz. Oh, das war schon. Aha. The Saints aren't going to back down. Maddie, there's nothing to worry about. My thoughts exactly, Mr. Kilbane. The Saints are no more than a white noise of empty sights. Ja, spacige Anzug. With respect, sir. I'd say empty is no longer applicable. Genau, wir haben wieder ein bisschen Kohle. Ja, Partyzeit haben wir abgeschlossen. Wie sieht's mit der Kohle? Oh, 6000 glatt. Und? Uiuiui, da haben wir ja ordentlich Punkte gesammelt, Leute. Stufe 4, was können wir... Ah, wir haben unser Penthouse wieder. Ach, wie geil. Ja, Bande können wir auch anpassen. Nice. Die Gang.
Und eine Errungenschaft haben wir auch. Alles im Überfluss. Ja. Noch nicht mal 2 Stunden haben wir hier schon wieder alles. Ja. Schönes Penthouse. Ja, Leute, das schickt mich schon 1000-mal mehr wie GTA, ehrlich gesagt. Für Hubschrauber hinzu. Was füge Hubschrauber hinzu? Um den Hubschrauber-Landeplatz nutzen zu können, ja. Alles klar. Ja, in GTA, guck mal, ey, da pennst du irgendwie immer auf so einer Matratze erst die ersten 20 Stunden. Dann kriegst du mal irgendwie so eine Besenkammer, ja. Und hier hast du nach 2 Stunden schon dein Penthouse. Wie krass ist denn das bitte? Ja, ich könnte jetzt auf Domizil zugreifen. Bandanpassung, das wurde doch eben so angepriesen, ne? Oh, Fahrzeug, was ist denn das? Ach, da können wir uns eigene Fahrzeuge kaufen. Ach, wie geil. Ja, was nehmen wir da? Oh, Torch, der sieht geil aus. Was kostet denn der? Nee, wie? Was ist denn das jetzt gewesen? Keine Ahnung. Bande, Stil, Zeichen. Ach, da können wir ein eigenes Logo noch entwerfen, oder wie? Ah, nee, so Gangbegrüßung, alles klar. Ja, das ist ja blöd, ey. Gibt's da nicht irgendwie so einen krassen Handshake? Das ist es. Bis hier und nicht weiter. Platz 1, Platz 2. Was sind das jetzt hier? Biker. Was? Ach du. Ach so, da können wir. Ach, wie geil. Ja, jetzt müssen wir wissen, was wir da eben hatten, ne? Ach, guck mal hier, yeah, die mit den dicken Titten da. Das ist doch was. Oh, das ist ein Schrank, der macht ja mir Konkurrenz. Ne, ne. Ja, der auch nicht. Oh, Marilyn in, ja, lila und mit schwarzen Haaren. Mr. Cool hier. Gelfrisur. Ninja. Ja, Ninja ist doch cool. Den nehmen wir. Platz 2. Punk. Ja, von eben das Mädel, das sah doch schon ganz gut aus. Boah, stylische Brille. Ach du Kacke. Hier, Domina-Style oder was? Nee. Hier, so Fettsäcke brauchen wir nicht, auch wenn die gut als Kugelfang dienen. Hier, die erste, da gefällt mir allein schon die Brille, ja? Und die Tätowierung hier am Bein. Was haben wir denn da noch? Saints, da gab es viel Gutes zur Auswahl. Ach, die sind da rein zufällig, oder wie? Guck mal hier, das ist auch so ein Nutten-Outfit, ey. Ja, nehmen wir das mal. Nutten. So, und jetzt noch so einen fetten Biker, Alter. Jawohl, das ist es. Komm, Gleichberechtigung, brauchen wir irgendeinen Kerl. Ah, das ist tight. Jawohl, da haben wir doch die Crew. Alles klar. Begrüßungszeichen haben wir auch. Wunderbar, wunderbar. Ja. Garage, was können wir denn da noch Feines machen? Ah, der Neuron. Den haben wir in der Garage, oder was? Ja, ich kapiere noch nicht so ganz, was wir hier machen können. Bevor ich da jetzt irgendeinen Scheiß zurechtdrücke. Kleiderschrank, Arsenal. So, Waffen, da könnten wir mal ein bisschen... Jawohl, so sieht das aus. Stufe 1. Können wir da nicht noch was upgraden? Welche haben wir denn jetzt? Hier die Shepherd. Ausgerüstet. Ja, Stufe 1. Die würde ich aber gern upgraden. Oder müssen wir da ins Waffengeschäft? Oder Munition kaufen oder irgend sowas? Ach, vergiss es einfach. Gut, verlassen. Ja. Die Gänge übernehmen wir. Alles klar. Wo ist mein nächstes Ziel? Was haben wir denn als Aufgabe hier? Schutzengel. Ja, da stehen wir ja richtig. Ah ja, die Geldbündel auf dem Tisch. Und die dicke Goldkette, jawohl. Check it out, boss. What's up? Since this used to be a syndicate crib, thought I'd poke around and see what they left behind. Alright, so what am I looking at? Safety deposit keys. Now don't you want to know what it is they all got locked up? The syndicate will know we have the keys. They'll be waiting for us to make a move. Well, I guess then you better watch my back.
Alright, let's go. Alles klar. Also. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Geht ja schon wieder gut los hier, ne? Direkt wieder dicke Wumme. Alles klar. Das ist ja auch eine coole Statue da. Was macht denn der da? Gießt Zement auf den Träger oder was? Achso, wir müssen nur Deckung geben, alles klar. Hell yeah, das ist das Fluchtfahrzeug, das müssen wir beschützen. Und da kommen die bösen Jungs, die müssen wir wohl, ja, aus dem Weg räumen, was eben nicht so gut geklappt hat. So, jetzt nur aber, jawohl, so wie das. Oh, ist das geil. Leute, es macht so Bock, ey. Ist tausendmal besser wie jedes GTA. Ohne Scheiß. Es schickt mich gerade tausendmal mehr. Spielspaß höher. Völlig überdreht. Oh nee, das war nix. Wie viel Schuss haben wir da? Unendlich! Ach, das wird ja noch besser. Können wir die ganze Stadt auseinandernehmen. Oh, was steht denn da so eine. Wer baut denn da so eine blöde Zugkacke dahin? Zerstörte Autos, 30 von 300. Ja, ja, ja. Komm. Nun sind es 31. Oh, hätte man nicht so leichtsinnig verschießen sollen. Und die beiden kriegen wir. Ui, das war aber. Oh, oh, oh. Unser Fluchtwagen ist ja schon leicht, ja, angefickt. Oh, guck mal, nur aus Just for Fun mal in die Menschenmenge, ne? Ja, das mache ich nur, damit ich es im echten Leben nicht immer ausprobiere. Oh, und jetzt sehe ich schon, wie die Leute auf die Barrikade steigen. Kann doch nicht sein hier. Boah, den müssen wir auch noch lang beschützen. Sehe ich gerade oben an dem gelben Balken. Uiuiui, das wird. Das gibt noch was. Nehmen wir mit dem Hubschrauber damit, komm. Ah, ich schieße meine eigenen Leute ab, merke ich gerade. Das ist nicht so. Das ist semi-professionell, möchte ich mal sagen. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Ich habe auf mein eigenes Auto da geschossen. Oh, wie durch die Luft fliegen, ist das krass. Nein! Krieg ich den noch irgendwie durch meine Beine durchschießen? Ach, das gibt's doch nicht. Schau mal. So. Jawohl, so wird das gemacht. Und da war da noch einer, oder? Ah, nee, den habe ich mit erwischt. Ah, da müssen wir auch ganz schön lang beschützen hier, die Karre. Uiuiui. Ujaka! Hoha, Alter, ist das derbe. Und die Limo. Komm, die hauen wir auch noch weg. Jawoll! Scheiß Promis! Ruben sich eben auf den Promi-Status da. Ihr Penner. So, ihr könnt auch mal lutschen. Und du auch. So sieht das nämlich aus. Und die nächsten Kunden hier. Jawoll! Platz gemacht. Boah, wir sammeln gerade Erfahrung des Grauens. So, hier geht's über die Bridge. Können wir die Werbetafel da zerschießen? Das geht mal weiter nehmen, oder? Nein! Ich hab sie getroffen, aber nichts passiert. Uiuiui! Unu? Hallo, 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 hallo. Ach nee. Das war so spaßig gerade. Ui! Alter, ist das derbe. Sniper oder was? Nein, mach keine Sachen, ey. Oh, hör doch mal auf. Das glaube ich jetzt aber nicht, oder? Das ist ja aber sehr interessant. Ach so, der läuft jetzt, oder wie? Ist das der Pierce, oder wer ist das? Ne, wer ist denn das? Doch, der Pierce. Den knallen wir besser nicht ab. Oh, da kommen schon die Kunden. Oh ja. Muss man nachladen? Nee. Gut, wir können einfach draufrotzen. So ist das richtig. Das ist so nach meinem Geschmack. Nicht groß danach laden und so eine Kacke hier.
aus dem Auto rausgeschossen. Oh, jetzt müssen wir mal nachladen. So, da kommt der nächste Wagen. Nein! Verrafft. So, die Schammer. Du bist auch kaputt. Wir laden sicherheitshalber nochmal nach. Komm, Junge, halt noch ein bisschen durch. Wir haben es doch gleich. Ah, der Pierce ist ein harter Brocken. Den kenne ich seit meiner jüngsten Kindheit. Da haben wir schon viele Sachen zusammen gemacht hier. So, die Schnalle da mal umgeschossen und den Stecher hier auch noch. Ja, Pierce, sehr gut. Lauf in die Gasse. Lass dich da gar nicht lang aufhalten. Aber das Aiming ist schon sehr vereinfacht. Also die Trefferzonen sind sehr großzügig. Ah, jetzt kommen natürlich hier mit zwei Autos an. Ist klar. Ah, genau. Stehen geblieben. So ist das recht. Und die Mädels hier mit den Wummen, die erinnern mich irgendwie so an Alicia Keys in, ach, wie hieß denn der Film? Ihr wisst doch, was ich meine. Mit dem Hotel da, ne? Mit dem Profikillern im Hotel. Ach, wie heißt denn der jetzt? Ah, ihr wisst, was ich meine. Oh, Schutzengel geschafft. Also, wir haben Pierce den Arsch gerettet. Den Schwarzen. Und wir haben noch viele Punkte gemacht. Und viel Cash, oder? Wie? Nur 2000? Das war aber nicht viel. Okay. Stufe 5 haben wir schon in der Mission erreicht. Morgenstern, Bezirkskontrolle. Oh, jetzt kriegen wir Geld pro Stunde, oder wie? Ach, wie geil. Oh, das ist ja, wie Schutzengel beginnen. Haben wir doch eben gemacht, oder? Was ist denn Schutzengel jetzt? Aha. Nein, nochmal, oder was? Ach, hör doch auf. Oh, nee, Leute. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht, kann ich das irgendwie wieder abbrechen, oder? Oh, nee, wieso habe ich denn da jetzt drauf gedrückt? Ach, scheiße. Oh, Leute, machen wir den ganzen Mist nochmal. Ach, Mann. Aber am zweiten Mal macht das, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß. Na, ich weiß nur, ob ich jetzt einen Cut mache und den Rest da hinten dran heften soll. Ach, ah, ich bin wieder so. Ach, ich weiß es nicht. Da habe ich mich jetzt ganz blöd verdrückt. Na gut, da sammeln wir wenigstens noch ein paar Punkte hier beim Autos zerstören. Und ich versuche jetzt hier zu vermeiden, dass ich mein eigenes Auto irgendwie abschieß. Bis jetzt scheint das gut zu funktionieren. Ja, immer erstmal den anderen ein bisschen wegfahren lassen und dann draufhalten. Wieder steht noch einer oder was? Also oh, die Chefin da. Ah ja, ich kann mich jetzt nicht um jeden kümmern. Ne, müsst ihr auch mal verstehen. Hier ist doch schon der nächste gewesen, oder? Nee, lass die Maus da doch mal rennen. Mein Gott, hier, da nehmen wir uns lieber den hier mit der Unterbodenbeleuchtung der roten. Boah, hoffentlich können wir uns die Autos auch so tunen. So. Nein, ich hab den meinen schon wieder mit angeschossen. Dass wir auch so eine schicke Unterbodenbeleuchtung haben. Hasser werden hassen. Oh, ja, ja. Keine Macht dem Hass. Ach, ey, oh, ich könnte mich immer noch aufregen, dass ich den Scheiß da gedrückt habe. Da, da, da. So, da kommt doch gleich einer um die Ecke gekracht hier. Komm, ich weiß es doch, erzählt mir noch nichts, ja. Den können wir noch nicht abschießen. Aber jetzt. Ja, aber es gibt jede Menge Erfahrung. Da können wir uns ja jetzt so hochleveln, beziehungsweise jede Menge Respekt. Da können wir uns ja jetzt so hochleveln bis zu der Stufe, ja, 890 sind. Wie, was war denn das jetzt? Ja, weg da. Oh, noch einer, nein, noch einer, scheiße. Ach, kacke. So, jetzt hier aber. Bisschen aufgeräumt hier. So, da kommt noch einer. Ja, die eine müssen wir jetzt auch noch mitnehmen, oder wie? Aha. Oh, das kam jetzt wesentlich schneller vor als eben. Na gut, das ist ja immer so. Wenn man schon alles kennt.
hier, da machst du aber ordentlich Respektpunkte. Leute, Leute, Leute. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht denselben Fehler nochmal machen und nochmal hier diese Schutzengel-Mission machen. Zweimal langt das. Vor allem, wenn ihr noch da mit zuschaut. Ja, Leute, es tut mir jetzt wirklich leid, ey, weil es ist wieder... Ach, nee, das ist... einfach ganz blöd. Weil es geht jetzt hier natürlich von der Zeit ab, ne? Ach, Mann. Und ich sehe schon, kommt nach dieser Mission wird es wohl einen Cut geben. Also wenn ihr hier keinen Bock mehr habt, weil ihr das alles schon gesehen habt und kennt, dann könnt ihr jetzt schon ausschalten. Ich werde nach der Mission einen Cut machen. Weil dann ist die Zeit sowieso rum. Da werde ich nichts Neues mehr anfangen. Ja, wo waren der andere? Da, kommen sie. Eben gut funktioniert aus dem Auto rausschießen. Wieso klappt das jetzt nicht so gut? Ah, jetzt muss ich nachladen. Ach, halt auf. War doch keine Sachen hier. So, haben wir... Lebt ihr als noch? Ja, völliges Versagen hier gerade meinerseits. Doch beim ersten Mal um Längen besser geklappt. So, da war doch noch einer irgendwo, oder? Wir laden nochmal nach, wenn wir die Gelegenheit haben. Und jetzt kamen die doch hier von links, hier über den Hof. Genau. Einer weniger, zwei weniger, drei, nein, nicht ganz erwischt. So. So, und dann kamen noch zwei Autos. Die haben hier gehalten ungefähr. Ach, wenn man das schon mal gemacht hat und man alles noch weiß. Ach, herrlich. Ne, hier halten sie. Gut, einer weniger. Die Tussi nimmt. Hallo, Chefin. Hallo. Sie, stehen bleiben bitte. Und sie auch. Ah, das war's. Das war's. Hallo, Leute. Schutzengel geschafft, fortfahren. Wir nehmen noch ein bisschen Geld mit. Wieder 2000. Ich hoffe, das wird uns auch noch on top gerecht. Oh, aber es war ja gar nichts. Also mit der Mission haben wir jede Menge Respektpunkte gemacht. So, Nick Schutzengel beginnen. Ich gehe jetzt mal einen Meter weiter und sag mal tschö, Leute, denn das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, auch wenn ich hier die Schutzengel-Mission zweimal gespielt habe. Mein Gott, shit happens. Habt ihr einmal mehr gesehen, wie es geht? Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal, euer Darkson.